Da ist natürlich das RTK wieder ja, traumhaft, sag ich mal. Schönen guten Tag. Ja, ich bin jetzt hier wieder am Vorgewende pflügen. Weil wir hier, seht ihr schön, heute über Tag Kartoffeln mit reingepflanzt haben. 8 Hektar, ja. Und ja, es ist halt immer noch so beschissenes Wetter, dass es mal regnet und mal Sonne scheint. Weil wir halt den Packer am Pflug hatten, ist das in der Fläche eigentlich relativ gut gewesen. Wir haben hier gestern gepflügt mit Pflug und Packer. Und ja, man konnte das sich komplett in das Gepflügte einziehen, wenn es ein bisschen geregnet hat. Und der Packer hat das halt alles schön angedrückt, dass es nicht so eine schmierige Masse wird. Ich pflüge jetzt das Vorgewende, weil die Pflanzmaschine gerade hinten die letzten zwei Bahnen im Keil zieht und dann hier sofort das Vorgewende reinpflanzen kann, weil wir halt das Vorgewende ohne Packer pflügen. Und da es halt hier nicht reinregnet und schmierig wird, pflügen wir es so kurzfristig vorher. Ja, klappt eigentlich ganz gut. Ich pflüge hier das Vorgewende auch mit RTK. Hat den Grund, weil hier vorne ein Weg ist und die Fläche haben wir ja schön eingezeichnet. Normalerweise legt man die Pflugfurche nach innen bei Kartoffeln. Aber da so ein ziemlich starker Absatz ist, wollen wir quasi den Absatz mit wegpflügen. Und die Pflugfurche dann nachher einfach ein bisschen durch ja, untergrubbern, dass wir da ganz normal mit Hängern rausfahren können. Und dann habe ich gerade quasi das RTK damit vermessen, dass ich dann in der Fläche genau anfange und nicht irgendwie halbe Bahn gleich pflügen muss und genau mit der ganzen Pflugfurche am Weg ankomme und nicht irgendwie noch rumstückeln muss. Klappt eigentlich sehr gut. Da ist natürlich das RTK wieder ja, traumhaft, sag ich mal, dass man halt so eine Möglichkeiten hat. Ja. Und hier vorne habe ich das Vorgewende ja gleich fertig. Wie gesagt, hinten pflanzt er noch die letzten zwei Bahnen und Kai fertig und dann fahre ich nach hinten und pflügt da das Vorgewende noch. Ja, es klappt eigentlich sehr gut. Sieht man hier gerade schön. Da ist jetzt genau dieser Hügel, wo das Rad drüber herläuft. Deswegen ist die Flugfurche auch nicht allzu tief. Das ist auch richtig gut. Und dann haben wir quasi wieder einen geraden Weganschluss, dass man nicht so einen halben Meter auf den Acker hochpoltern muss, sag ich mal. Ja, mit RTK ist das echt eine feine Sache. Ich lenke jetzt auch nicht, mache alles von alleine. Und man hat nachher auch an der Feldgrenze eine richtig schön gerade Flugfurche. Ja, ich bin jetzt fertig mit Vorgewendepflügen. Ist jetzt, ich glaube, 10:06 Uhr. Also ist doch quasi früh. Ja, die Pflanzmaschine ist jetzt gerade angefangen, die ganzen anderen Vorgewände zu pflügen, zu pflanzen. Und der muss schätze ich noch so gute 1,5 Stunden. Das dauert noch ein bisschen. Ich helfe jetzt Johannes noch eben die Anhänger zusammenkuppeln, weil wir 8 Hektar ja hier gepflanzt haben, brauchten wir 2 18-Tonner. Genau, und dass er die nachher zusammen wieder mit nach Hause kriegt. Und weil ich gerade noch hier bin, helfe ich ihm eben. Stopp!
Hast du das? Ja. Ja. Sehr gut. Ist schon eingerastet? Ja. Ja, ist so. Das ist sehr gut. Den hat den Lasten gestellt und ist eingerastet. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Im Hintergrund seht ihr noch den Trecker mit Flug. Der steht jetzt einfach hier bei unserer großen Halle unter dem Abdach, weil in dem Treckerstall noch zwei Hänger Kartoffeln stehen, dass sie halt jetzt bei dem kalten Wetter nachts friert es noch hin und wieder, und wenn Kartoffeln Frost kriegen, dann ja, gehen die halt kaputt, und das wollen wir halt vermeiden, deswegen stehen die halt im isolierten Treckerstall. Ja, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich habe jetzt auch Feierabend, muss jetzt noch ein bisschen was für die Schule tun. Und abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und tschüss.